Was erreicht man in IFC 24 ohne FC Points Tag 108? Willkommen zurück, endlich wieder zu einer RTG-Folge. Falls ihr das Video von gestern verpasst habt, dann checkt das auf jeden Fall unbedingt ab, weil das war auch quasi Teil der RTG. Das ist jetzt die erste richtige RTG-Folge seit meinem Urlaub in New York und Miami. Und gestern kam ein Video zwischen der letzten Folge und dieser Folge, was da alles passiert ist, als ich nicht zu Hause war. Da hat ein Abonnent quasi meinen Account übernommen. Falls ihr das verpasst habt, checkt das auf jeden Fall ab. Das solltet ihr wirklich euch nochmal reinziehen, damit ihr auf dem aktuellsten Stand der Dinge seid. Und für mich ist das jetzt auch so das ziemlich erste Mal wieder FC24 seit meinem Urlaub. Und Bruder, es triggert mich ja schon mal direkt, dass man jetzt nicht mehr so richtig gut sieht, auf welchem Spieler man ist. Wie kann das eigentlich überhaupt passieren? Ich weiß es nicht, Freunde. Wenn ihr Bock habt auf weitere RTG-Folgen während der TOTS-Zeit, dann lasst auf jeden Fall direkt zum Start der Folge einen Daumen nach oben da. Ich habe direkt mal wieder ganz klassisch 50 Player-Picks abgeschlossen, die wir jetzt hier zum Start der Folge durchballern werden. Dann werden wir die ganzen Packs nachholen, die es aktuell abzuschließen gibt. Dann werde ich wahrscheinlich noch einen Icon-Pick wieder abschließen. Falls ihr das Video von gestern gesehen habt, habt ihr gesehen, dass da, ja, der Abonnent mir einen sehr, sehr krassen Spieler gezogen hat. Also hoffe ich mal, dass der heutige Icon-Pick auch wieder gut wird. Und wir werden außerdem in der heutigen Folge, ja moin, die komplette Premier League Team of the Season Weekend League durchballern. Das wird auf jeden Fall auch sehr, sehr anstrengend, aber hoffentlich erfolgreich mit unserem neuen Team, mit der ein oder anderen TOTS-Karte am Start, mit der neuen Icon. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ich habe Bock, auch wenn es 20 Weekend League Games sind, die ich heute noch spielen muss. Aber ja, ich denke, das wird sich auf jeden Fall lohnen. Ich hoffe es zumindest. Und dann schauen wir mal, was hier auf jeden Fall so bei rumkommt. Am Wochenende ist es dann auch tatsächlich soweit. Das Bundesliga Team of the Season kommt raus. Und ich gehe mal davon aus, dass die allermeisten von euch und natürlich auch ich sehr gehypt sind aufs Bundesliga Team of the Season. Da werden mit Sicherheit ein paar sehr, sehr coole Karten auf uns zukommen. Unter anderem ein Flo Wirtz, ein Harry Kane. Ich denke, an den wird man nicht vorbeikommen. Also da werden auf jeden Fall knackige Karten am Start sein. Das Premier League Team of the Season ist natürlich auch schon richtig, richtig nice, aber bei mir ist der Hype fürs Bundesliga Team of the Season definitiv dieses Jahr nochmal höher. Ansonsten das La Liga Team of the Season wird, glaube ich, auch noch crazy, weil dann kommen natürlich nicht nur die Männer der La Liga raus, sondern auch die Frauen. Und ja, da werden die ganzen Barca-Frauen als TOTS-Karten kommen. Das werden auf jeden Fall wieder unfassbar gute Karten sein. Und wahrscheinlich wird sogar Irene Paredes die erste Spezialkarte in FC24 erhalten. Und die muss ich dann natürlich auf jeden Fall ins Team einbauen. Dadurch, dass die ein 88er Rating auf der Goldkarte hat, kann ich mir gut vorstellen, dass die eine 94, 95er Karte bekommen wird. Also das sollte eigentlich echt eine Brettkarte werden. Ich bin sehr, sehr gespannt. Aber jetzt steht erstmal das Bundesliga Team of the Season an. Die Woche drauf dann La Liga, soweit ich weiß. Dann jetzt weiter normalerweise mit der Serie A, glaube ich. Und dann kommt zum Abschluss das Ligue 1 TOTS und dann auch natürlich das Best of TOTS. So war es zumindest die letzten Jahre. Man checkt hier zum Glück relativ gut, auf welcher Karte man ist. Man stelle sich mal vor, das wäre nicht der Fall, dass die Karten so wackeln, dann würdest du das halt einfach gar nicht checken. Dann müsste EA da auch wieder so viel kompensieren. Wirklich crazy, was hier schon wieder passiert. Kannst du dir nicht ausdenken. Ja, ich musste auf jeden Fall einiges an Goldkarten abgeben hier für die 50, 81 plus Picks, die auch echt relativ teuer sind, weil man da halt relativ viel abgeben muss. Und ja, bis jetzt haben wir einen TOTS gezogen. Da geht definitiv noch ein bisschen mehr, würde ich sagen. Eine weitere TOTS-Karte hätte ich gerne und am besten eine aus dem Premier League Team of the Season. Das wäre sehr, sehr gut, weil ja, so ein paar hochbewertete Karten wären natürlich auch für den Icon-Pick sehr, sehr wichtig, weil der ist auch wirklich sehr teuer, muss ein ganzes 89er Team dafür abgeben. Dementsprechend wäre das natürlich nicht schlecht. Wir werden gleich die Player Picks dann reinpacken in die 85 plus Picks. Dann werden wir noch die 7x84 plus Packs ziehen und ich glaube, ich habe sogar noch ein paar weitere Packs im Shop und dann werden wir mal schauen, wie weit wir da beim Icon Pick kommen, aber wir sollten da einigermaßen gut durchkommen, denke ich. Und das sind jetzt hier tatsächlich die letzten vier Player Picks. Schaffen wir es nochmal eine TOTS-Karte
Karte zu ziehen. Meine Prediction ist tatsächlich, ich glaube nicht, aber man kann ja nie wissen. Jetzt haben wir noch zwei vorletzter Player-Pick, 19 Duplikate auch schon, perfekt. Girelli 86 und im letzten 81-Plus-Pick ziehen wir nochmal Jorginho. Alles klar, dann würde ich sagen, kümmere ich mich erstmal um die ganzen Duplikate. So, Freunde, ich habe noch drei 85-Plus-Packs, Picks natürlich abgeschlossen. Schauen wir mal, was die so können. Trotz Garantie habe ich gehört. So ist es. Banza im ersten ist so eine Tots-Plus-Karte mit so extra Chemie. Dann geht es weiter mit Harry Kane mit einer 90. Das auf jeden Fall auch solide. Und im letzten, ja, noch Alexandra Pop. Futter. So, 87er Team ist damit schon mal erledigt vom Icon-Pick. Also wie gesagt, sehr, sehr teuer. Aber Freunde, ihr kennt mich. Ich nehme eigentlich echt immer jeden Icon-Pick mit, wenn es dazu irgendwie die Möglichkeit gibt. Deswegen lasse ich mir das heute natürlich auch nicht nehmen. Jetzt haben wir hier noch einige Packs am Start. Unter anderem auch noch 200k-Packs. Und ich meine, bei den Zielen ist auch noch ein bisschen was zu holen. Hier bei Live ist ziemlich viel am Start. Ich würde sagen, das hole ich auch noch alles ab. Und dann geht es jetzt hier rein in ein kleines Pack-Opening. Ist wahrscheinlich ja zum größten Teil jetzt nicht unbedingt der Rede wert. Ich würde sagen, falls irgendwie was Cooles bei rauskommt, dann zeige ich euch das. Wenn nicht, dann sehen wir uns gleich wieder. Oh, let's go. Da ist doch ein Tots. England, Torhüter. Das ist, glaube ich, Keating oder irgendwie so. Ich habe sie noch nie gezogen, deswegen, ja. Keating mit einem 91er Rating. Es geht doch. Kurz vor knapp, ich habe schon fast alles weggezogen, ist doch noch der Team of the Season am Start. Ein paar Gold Walkouts hatte ich auf jeden Fall in den Packs drin, aber sonst nichts Erwähnenswertes. Und jetzt habe ich hier ganz hinten, glaube ich, noch ein größeres Tauschpack, also Tauschvorgang-Pack und 200k-Packs noch am Start. Die heben wir uns natürlich alle auf. Ganz klare Geschichte. Und die vier Packs, beziehungsweise fünf sind sogar, ziehe ich jetzt noch. So, die Tauschpacks waren jetzt nichts, aber vielleicht die 100k-Packs. Junge, komm schon. 100k-Packs waren früher das Größte. Die Rede Paredes, alles klar. Das ist auf jeden Fall stabil im ersten. Könnte ein Walkout gewesen sein. Deutschland ZM Gündogan. Ist sogar ein Double Walkout. Okay, das ist eins der besseren 100k-Packs, muss man sagen. Dann schließe ich gleich noch die 7x84-Plus-Packs ab. Und dann noch den Icon-Pick. Luka Modric ist noch dahinter. Das hilft uns auf jeden Fall gleich, die Icon-SPC ein bisschen günstiger abschließen zu können. So, weiter geht's. Ich habe noch schnell drei Inform-Picks abgeschlossen. Die Informs sind ja auch wirklich wieder komplett durch die Decke gegangen. Das kannst du nicht ausdenken, wie teuer die mittlerweile sind. Deswegen, ja, drei Inform-Picks für zwischendurch. 86, 85 und jetzt noch ein Banger. Jetzt noch ein höheres Rating. Ja, Raum. Alles klar, dann würde ich sagen, mache ich schnell noch die drei 7x84-Plus-Packs. So, Freunde, wir gehen rein. Drei 7x84-Plus-Packs. Komm schon, ich will wenigstens einen Tots aus den Dingern ziehen und vor allem natürlich Futter. Das wäre eigentlich fast noch wichtiger. Trent und Mané. Das ist schon mal nicht so gut. Zwei 86er nur. Okay, naja, das sind immerhin drei. Damit haben wir die zweite SBC vom Icon-Pick aber schon mal fertig. Harry Kane Info muss da jetzt leider gehen. Und dann geht's rein ins zweite 7x84+. Auch kein Tots. Spanien, ZM, Parejo, Double, oder? Ja, es ist ein Double-Walkout zusammen mit Robertson. Schon wieder nur zwei 86er. Die drei Duplikate habe ich gerade in Tauschvorgänge gepackt, weil ich nicht wusste, wohin damit. Und damit jetzt rein ins letzte 7x84+. Team of the Season, bitte. Deutschland. Torhüter. Okay, Neuer, oder? Ja, mal Neuer. Oder Ter Stegen jetzt natürlich auch sein können. Aber bei Bayern natürlich nicht. Und Tots ist... Wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Das ist Ruben Moy Tots Plus. Ja, ich glaube, die habe ich schon. Okay, nee. Wurde tatsächlich mal abgegeben. Alles klar. Dann geht's rein in die letzte Icon SBC. Let's go. Hier ist die letzte SBC. Wir geben Keating ab und Figo und dann noch hier eine Birthday-Karte. Die brauchen wir alle nicht mehr. Und dementsprechend aus dem Verein gelöst, ohne Coins auszugeben. Wichtig und richtig. Und jetzt ziehen wir Team of the Year Icon Air 9. Wen auch sonst. Es ist mal wieder soweit. 3, 2, 1 und die deutsche Nationalmannschaft bringt uns jetzt Glück. Endlich mal wieder ein Stat-Reveal. Lange ist es her für mich. Wir gehen rein. Spieler Nummer 1 hat 78 Physis, 83 Def
mit 99 Kopfball, 88 loslassen, wirklich direkt. Lautrup, 90er. Schade. Ist schon mal einer für die Tonne. Spieler Nummer 2 ist ein Torhüter. Van der Sar. Freunde, werde ich jetzt hier so aus dem Urlaub wieder begrüßt von EA oder was? Spieler Nummer 3. Es ist wieder ein Torhüter. Bruder, Digga, ist das? Das ist so ehrenlos, Alter, wirklich. 91er Distelroy. Hilfe. War der schlecht. Joa, top, würde ich mal sagen. Da haben wir unser Futter mal wieder absolut exzellent verbrannt. So viel dazu. Ich würde sagen, genug davon. Wir gehen rein in die Weekend League. Ich glaube, die Bali wurde hier schon gespielt. 6:3. Ich glaube, da brauche ich jetzt... kann ich beenden, glaube ich. Und dann können wir auch direkt rein. Gehen in die Weekend League. 19 Stunden habe ich noch. Das heißt, jetzt wird eine komplette 20 Spiele Weekend League durchgeballert. Und ich muss jetzt hier erstmal schauen, wie wir unser Team aufstellen. Und da ist es. Unser heutiges Weekend League Team. Mal ein bisschen was anderes. Ich will einmal mal ein paar neue Karten testen. Malat. Keine Ahnung, ob die gut ist. Aber wir testen es. Dazu noch die Laia Alexandrie Lopez in der Innenverteidigung. Sieht wirklich stark aus. Vor allem, wenn ihr noch das +2 Upgrade bekommt. Roll für Linksverteidiger weiß ich noch nicht so. Ødegaard bin ich gespannt. Dann das Mittelfeld mit Havertz und Zico. Könnte ein bisschen defensiver sein. Aber wir testen das heute einfach mal. Und ansonsten würde ich eigentlich auch Garnacho ganz gerne mal einwechseln. Der sieht nämlich auch wirklich vielversprechend aus. Und wie gesagt, heute einmal mal so ein bisschen was anderes. Und mit einem Schweden-Manager ist das Ding dann auch auf voller Chemie. Und dann geht's rein in ins erste von 20 Weekend League Spielen heute. Was soll das nur werden? Stattdessen der Gegner mit dem 1-0. Das sieht gut aus. Endlich 1-1. Ich habe hier unfassbar viele Chancen. Das ist der Wahnsinn. Nein. Digga, ich fass das nicht. Willkommen zurück. Wirklich 14:4 Torschuss. Der Gegner kann gar nichts. Das ist zu krass. Ich kann das nicht wirklich. Es wird ein Fest heute. Es wird ein Fest. Na, Anschluss. Ayran. Er macht ihn nicht, aber es gibt 11 Meter. Und der sitzt. Komm, Junge. Ayran, 4:3. Ja, komm schon. Zico, wichtig. Und da ist es passiert. Eieieiei, wirklich. Das war das erste Weekend League Spiel. Das wird ein Fest heute. So, Freunde, ich habe mein Team jetzt nochmal komplett umgestellt, weil es mir gerade nicht ganz so gut gefallen hat. Die Innenverteidigerin, die war einfach viel zu klein. Also wirklich, die kannst du eigentlich echt nicht zocken, leider. Mittelfeld ist gleich geblieben. Jetzt haben wir noch vorne Garnacho drin. Und Felix, testen wir die mal. Weil die Malat war jetzt auch eher so Malat. Und damit rein ins Spiel Nummer 2. Was ist das denn? Ja, Garnacho, 1:0. Sauber, Vidic, 2:0 per Kopf. Danke dafür, 3:0. Garnacho, holy. Also, der Finesse-Shot-Trade ist schon wirklich der Wahnsinn. Das sieht vielversprechend aus. Ich treffe heute einfach fast nie grün. Weiß nicht, was los ist, aber 5:0 reicht am Ende. Abfahrt. Team hat sich ganz gut zocken lassen. Ich habe ja auch Alisson ins Tor gemacht. Habe ich, glaube ich, eben gar nicht erzählt. Havertz beim Gegner als Linksverteidiger. Auch definitiv was, was ich mal testen könnte. Weil Havertz ist halt auch schön groß. Der verliert kein Kopfballduell. Aber im Mittelfeld ist er halt auch wirklich crazy gut, muss ich sagen. Ødegaard, 1:0. Ich war eigentlich nie so der Finesse-Shot-Typ, aber jetzt habe ich hier echt so ein paar Spieler mit Finesse-Playstyle-Plus am Start. Da bleibt einem gar nichts anderes übrig. Boah, der war überragend. Kai Havertz, 2:0. Ja, sauber rausgespielt. Zico, 3:0. Ah, Gegner mit dem Anschluss. Boah, das sieht richtig gut aus. Wow, 4:1, sauber gespielt. George Best mit dem 5:1 und Felix zum 6:1 und da ist der Controller eingeklemmt. Wir sehen uns im nächsten Game. Weiter geht's mit Spiel Nummer 4. Sieht auch sehr interessant aus. Der kommt, wow, sauber. Felix 1:0.
Digga, was? Junge, Alisson scheint auch wieder crazy gut zu sein, wenn ich das hier gerade sehe. Ja, Felix macht er gut. Einfach am Torwart vorbeigelaufen. Und Garnacho mit dem 3-1. Ja, sauber. Garnacho 4-1. Das sieht richtig gut aus. 5-1. Und der Gegner quittet. Weiter geht's. Spiel Nummer 5. Ein Viertel der Weekend League dann geschafft. Also das zieht sich echt crazy. 20 Games am Stück. Kann ich keinem empfehlen, wirklich nicht. Ja, George Best 1-0. Und der Gegner quittet direkt. Sauber, das will ich doch sehen. Spiel Nummer 6, gerne einfach genauso weiter. 1-0 quitt, würde ich feiern. Oh, der Mann hat James vorne drin, die ist unnormal teuer. 5-Star Skills, 5-Star Weakfoot, glaube ich sogar. Ja, Felix 1-0. Gegner move zwar richtig, aber geht trotzdem rein. Rolfe, Kai, Havertz, King Kai zum 2-0. Der Mann macht echt richtig viel Spaß, muss ich sagen. Let's go, Best 3-0. Vasquez 4-0. Also, das sieht ganz gut aus. Gegner drückt Pause und das ist der nächste Quit. Also, bis jetzt läuft es sehr, sehr gut. Also, ich kann mich nicht beschweren. Spiel Nummer 7 gegen dieses wunderschöne Team. Mega, wirklich nice. Der kommt sauber. 1-0 Carvalho. Gegner hat mitten in der Flanke die Pause angemeldet, aber quittet nicht. Na, Gegner mit einem glücklichen 1-1. Felix macht er gut, macht er sehr gut. 2-1. Zico 3-1. 5-Star Skills, 5-Star Weakfoot. Ja, die sind schon nett. Das sieht richtig gut aus. Zico zum 4-1. Und Zico 5-1 die Entscheidung. Das sieht auch der Gegner so und quittet. Ich glaube, wir stehen 7-0. Nächstes Spiel, nächster Gegner. Konaté, auch eine super nice Karte dazu. Bruno Fernandes, den hätte ich auch gerne. Felix 1-0. Let's go. Zico 2-0. Garnacho 3-0. Der Gegner mit dem 1-3. Garnacho hat's auf dem Fuß und er macht ihn 4-1. Garnacho 5-1. Und damit stehen wir 8-0. Spiel Nummer 9. Das sieht sehr gut aus. Garnacho 1-0. Na, direkt 1-1. Der Gegner macht einen echt guten Eindruck. Na, 2-1. Oh nein, das Tackling war wirklich gar nicht gut. Es gibt Elfmeter. Und wir halten. Sauber, King Kai ist wieder da mit dem Kopf. Der macht wirklich jeden Kopfball rein. Ah, das gibt's nicht. Der Gegner hat eigentlich nicht viele Chancen, aber er macht jede rein. George Best 3-3, was ein Spiel. Ja, sauber. Vasquez 4-3. Komm schon, Felix, wichtiges Ding. Der kommt sehr, sehr gut. Felix 6-3. Gegner meldet die Pause an. Und quittet. Wir stehen 9-0. Was ist hier los? Weiter geht's. Nächstes Game. Ah, das sieht auch sehr knackig aus. Ja, George Best 1-0. Keine Ahnung, was da gerade los war. Boah, schönes Ding. Ødegaard 2-0. Finesse Shot ist am Start. Na, das war nicht gut mit Alisson. Schade. Schön gespielt. Garnacho. Macht die 3-1. Kylian Mbappé 4-1. Und der Gegner quittet. Wir stehen 10-0. Spiel Nummer 11. 16 wären halt wirklich sehr, sehr nice zur Premier League. Wir stehen 10-0, aber das kann halt auch mal ganz schnell in eine andere Richtung umschwenken. Na. Ich glaube, Alisson muss wieder raus. Ich sage euch ehrlich, Cech fand ich, glaube ich, besser. Donnarumma fand ich sogar noch besser als Cech wahrscheinlich. Ah, da ist die nächste Kiste. 2-0. Nee, das sieht gar nicht gut aus, Freunde. Der kommt. Havertz 1-3. Nee, Freunde, wir gehen rein ins nächste, hat keinen Wert. So, wir gehen rein. Nächstes Spiel. Team of the Year Czech, Team of the Year Renard, Havertz, Roter, Modric. Ah, das sieht auch schon wieder viel zu gut aus. Ja, Garnacho. Wunderschönes Tor. 1-0. Oh, wieder eine wunderschöne Kiste. Junge, was ist das denn?
Und Felix 4-0. Ah, 1-4. Und 2-4. Richtig unnötig, wirklich. Perfekt. 3-4. Am Ende reicht es aber trotzdem. 4-3. Trotzdem übel unnötig mal wieder, wirklich. Weiter geht's. 11-1. Die Gegner sind halt jetzt auch alle wirklich sehr stark, muss man sagen. Okay, habe ich gerade gar nicht mitbekommen, wie der durchgegangen ist. Ja, das ist eine rote Karte, sauber. Ach, Bruder. Oh, ist das unnötig. Aber wir halten. Das sieht gut aus, 1-1, bevor der Gegner noch umstellen kann. Oh, wirklich. Es läuft nicht in dem Spiel. Ganz, ganz, ganz komisches Ding. Digga, das ist doch... Ja, und diesmal ist er drin. Ja, sauber. 2-3. Ach, Bruder. Dann wird's dadurch entschieden. Freunde, wir gehen rein ins nächste Game. Es ist so sinnlos. Jetzt wird die Luft nach oben natürlich wieder dünner Richtung 16 Siege. Und das Team ist wieder zu krass, Alter. Ja, wobei, wer hat mittlerweile kein gutes Team, ne? Aber ja, es wird schwierig. Zico 1-0. George Best 2-0. Felix 3-0. Ja, das sieht gut aus. Felix macht der Super 4-0. Gegner meldet die Pause an und der nächste Sieg ist eingetütet. Vamos. Selke, tu Abstieg. Was ist das denn? Oh mein Gott. Digga, spiele ich jetzt hier gegen meinen Cutter Tom? Einfach Köln-Mannschaft am Start mit ein paar anderen Karten noch. Also das ist ein wildes Team. Ja, sauber, 1-0. Ja, Felix, 2-0. Gegner meldet die Pause an. Da gehen auf jeden Fall Grüße raus. War auf jeden Fall ein sehr cooles Team. Weiter geht's. 13-2, also sehr stark. Wirklich, bin ich mega zufrieden mit. Erste Weekend League nach dem Urlaub. 5 Games noch. Gold Alisson. Da wird wohl auf den Tots gewartet. Ja, Garnacho, 1-0. Gegner meldet direkt die Pause an. Daumen hoch dafür. Nice. Und ich sehe gerade, man braucht halt wirklich eigentlich nur 14 Siege. Das Einzige, was man mehr bekommt bei 16, ist ein 3x85 plus, kann es sein? Nee, sogar nur ein 2x85 plus. Also 14 Siege sind eigentlich schon wirklich das absolute Nonplusultra. Alles, was man danach noch holt, ist halt so ein bisschen Bonus. Aber du brauchst eigentlich null mad sein, wenn du nur 14 holst statt 16. Ich will natürlich trotzdem die 16 oder vielleicht sogar die 18 holen in dem Video. Aber ja, mit 14 habe ich auf jeden Fall schon das erreicht, was ich haben will, nämlich das Dreier-Tots-Pack. Wobei, ist das untauschbar? Das kann natürlich sein, ne? Da bin ich mir gerade ziemlich unsicher. War das nicht letztes Jahr so? Das muss ich gleich nochmal abchecken. Das ist der nächste Gegner. Das ist stark gespielt. Zico, 1-0. Oh, der kommt ja butterweich. Zico, 2-0. Also Zico gefällt mir mittlerweile echt gut, muss ich sagen. Garnacho, 3-0. Und Garnacho 4-0, das sieht gut aus. Da ist das 5-0 und der Gegner meldet die Pause an. Damit stehen wir 15-2, das ist crazy. Und ich bin mir mittlerweile gerade ganz, ganz sicher, dass ja, das 3er-Tots-Pack bei den 14 Siegen untauschbar ist. Das wäre sonst echt too easy. Da würde man sich ja gar keine Gedanken mehr machen. Wir checken es nochmal ab und ja. Ja, das war, was ich nicht, ja, nicht mehr bedacht habe. Also 16 Siege wären wichtig. Rein da. Wir haben jetzt 3 Chancen, die 16 Siege klar zu machen. Und das wäre zum Premier League Team of the Season halt wirklich richtig, richtig gut. Weil mit ein bisschen Glück kann man da extrem viele Münzen dann mitnehmen. Und das ist der erste Gegner für die 16 Siege. Komm schon. Garnacho, vamos. Felix, 2-0. Nein, Digga, er hat gerade beim 2-0 Pause gedrückt. Und jetzt spielt er natürlich weiter. Ist das schlecht von mir? Let's go. Garnacho 3-1, er drückt wieder Pause. Junge, er wollte halt ehrlich gerade quitten und dann kassiere ich den Anschluss. Das ist so ein Klassiker. Aber gut, die 16 sind damit drin und wir haben sogar noch die Chance auf 18. Let's go, 2 Games noch für die 18. Okay, sieht stark aus. Wirklich, dieser Werner ist auch einer meiner Angstgegner immer. Oh, let's go. Mülltor überhaupt. Klassiker.
Ah, schade. 1-1. Gegner ist auch richtig, richtig gut, muss ich leider sagen. Digga, jetzt kriege ich diese ganzen Mülltore wieder zurück. Das ist ja der Wahnsinn. Rolfö, da bist du doch 2-2. Nein, wie kommt der durch? Das gibt's nicht. Und damit endet das Spiel 3-2. Da war auch definitiv ein Sieg drin. Ich hatte echt gute Chancen. Ab und zu mal ein bisschen Pech dabei gewesen. Allerdings auch bei meinem Gegner kann man das Gleiche sagen. Der Typ hat halt wieder 63% Ballbesitz. So spielen die richtig guten Spieler halt alle. Da machst du dann halt nicht so viel, hast du nicht so viele Chancen. Aber gut, mit 16-3 kann ich trotzdem sehr gut leben. An 16 Siege zur Premier League WL bin ich 10 von 10 zufrieden, wirklich. Denn ja, das letzte Spiel werde ich doch schnell verschenken. Das brauche ich jetzt auch nicht mehr. Es gibt zwar wieder Tots, Monats, Weekend League Rewards, aber ganz so wichtig ist der eine Sieg, glaube ich, jetzt am Ende dann auch nicht. Der Typ kriegt den Sieg, wenn er nicht Gold van Dijk hat. Ich habe die ganze Weekend League nicht gegen Gold van Dijk gespielt, glaube ich. Besser ist es. 91er van Dijk ist ein super nice Team. Auf jeden Fall. Und der kriegt jetzt von mir den Sieg geschenkt. So, Ball geht zurück zum Torhüter mit 2 Sternen. Der hat 3 Sterne Skills sogar irgendwie so. Er drückt sogar Pause. Das finde ich eigentlich nicht so cool. Aber gut, ich hätte so oder so Pause gedrückt. Lass mal es gut sein. 16 Siege zur Premier League. Es ist vollbracht. Es ist eingetütet. Da ist das Ding. Rang 3 am Ende. Rang 2 wäre drin gewesen. Aber da hat ein bisschen mehr Glück noch gefehlt. Wir bekommen trotzdem richtig saftige Rewards. 3x85 plus, 2x85 plus, 100k Pack, 125k Pack und ein Tradable 3er Premier League Tots Pack. Jetzt kommen wir allerdings zu den roten Player Picks. Und da kann es natürlich direkt schon krachen, aber kann uns auch wirklich gut nach Hause schicken. Komm schon, Junge, ich brauche was Gutes. Es wäre so cool. Es wäre so cool. Stat Reveal, gib mir den Haaland, gib mir den Van Dijk, irgendwas dergleichen. Wir schauen es uns an. Spieler Nummer 1. 88 Physis mit 97 Ausdauer. Das sieht ja gar nicht gut aus. Watkins, okay. Ja, Schuss und Tempo ist ganz nice, aber der kostet halt nichts. Spieler Nummer 2. 79, okay, 94 Dribbling, 90 Passen. Ich habe ehrlich gesagt nicht so eine mega Ahnung von den ganzen Spielern. Aber so unterm Strich sieht das eigentlich in Ordnung aus, ne? Ich habe keine Ahnung. Nkunku. Das wäre schon mal ein Spieler, da würde ich sagen, ist okay. War in FIFA 23 eine meiner RTG-Legenden. Zu dem würde ich nicht nein sagen. Dann haben wir Alisson natürlich in Rot. Der ist wahrscheinlich immer dabei. Und jetzt kommt noch der beste Spieler überhaupt. 86 Physis, 93 Dribbling. Das ist crazy, oder? Das ist krass. Warte mal, an wen denke ich gerade? Ist das Son oder so? Son wäre übel nice. Aber 78 Def? Das ist richtig komisch. Ich habe keine Ahnung. Es ist... Oha! Palmer, wenn man ihn so ausspricht. Der ist übelst stark. 5 Sterne Skills. Ey, warte mal kurz. Cole Palmer. Über 1 Million Coins wert. Also das ist ein richtig dickes W. Ich merke gerade, dass ich irgendwie meine Facecam eben weggezogen habe. Das hat mich jetzt gerade noch aus dem Konzept gebracht. Aber Palmer sieht heftig aus. Wir haben ihn richtig ausgewählt. Ich hatte gerade schon Angst. Also das ist eine super heftige Karte. Also den werde ich zu 100% nächste Weekend League einbauen. Hat den Finesse-Trade, Techniker und Flair, was jetzt nicht super wichtig ist. Aber der sieht crazy aus. Erster Pick war schon eine 10 von 10. Und dann geht's rein in Pick Nummer 2. Ich hätte noch Bock auf einen Saliba. Sage ich euch ganz ehrlich, Saliba fände ich richtig gut für die Innenverteidigung. So ein zweiter richtig guter Innenverteidiger. Würde ich nicht nein sagen. Ah, wo ist er? Da ist er. Was haben wir hier am Start? Das kommt mir bekannt vor. Ist es nicht wieder Watkins? Jupp, es ist Watkins. Alisson wird auch wieder safe dabei sein. Also da müssen wir uns auf jeden Fall auch noch drauf einstellen. 89 Physis, 91 Def. Ist wahrscheinlich ein Mittelfeldspieler. White. Kann man auch als Innenverteidiger spielen? Würde ich Stand jetzt wahrscheinlich nehmen. Spieler Nummer 3. Okay, es kommt immer noch nicht Alisson. Es wird wahrscheinlich auf Platz 4 sein. Deswegen, der muss jetzt gut sein. Es sieht aber nicht gut aus. Estupinian und Alisson auf der 4, oder? Ja, war klar. Trotzdem mit Ben White. Ja, kann ich gut leben. Oder nehme ich roten Alisson für den Flex? Boah, das ist die Frage. Komm. Warte mal, wie groß ist der? 1,85. Wir probieren mal Ben White
für die nächste WL. Das sind super nice Rewards, kann ich mich nicht beschweren. Und damit gehen wir rein in die Shop-Packs. Palmer ist tatsächlich wirklich wahrscheinlich eine meiner besten roten Karten, die ich jeweils gezogen habe, von den Stats und so. Also ich kann mich da kaum erinnern an Tots-Zeiten, zu denen ich viel bessere Karten gezogen habe. Und der ist eigentlich auch viel zu günstig für die Stats, finde ich. 1,1 Millionen, also wirklich eine unfassbar starke Karte. Hätte der noch 5-Star Skills, wäre Ende gewesen. Schauen wir mal, was wir jetzt noch aus dem 3er Trade Tots Pack rausbekommen. Weiter geht's. 3x85 plus. Let's go, da ist der Tots. Bitte gib uns Coins, Portugal ZM. Es ist eine Tots Moments Karte, soweit ich weiß. Und das kann doch fast da nicht gut sein, oder? Wen gibt's denn da? Garnacho wäre teuer. Nkunku wäre noch am Start. Es ist allerdings Russo. Die wird dementsprechend wahrscheinlich nicht ganz so teuer sein. Packen wir alles nach oben. Dann haben wir noch ein 100 und ein 125k Pack. So, hier ist das Tradable 100k Pack. Kein Tots. Ich sage euch, wie es ist. Wenn es kein Tots ist, können wir es eigentlich direkt skippen. Was haben wir am Start? Paar 83er Karten. Wow, 83 war das Beste. Dann haben wir noch das 125k Pack. Auch kein Team of the Season, yay. Was ist das denn? Wer war drin? Deutschland. Es ist Todi. Groß. Packen wir mal nach oben und den Rest in den Verein. Okay, es war immerhin ein Double Walkout mit noch ein paar 85ern. Und dann geht's rein, Freunde, ins 3er Tradable Premier League Team of the Season Pack. Holy, da kann halt jetzt wirklich saftiges Zeug drin sein, was uns hoffentlich über die 1 Million Coins schießt. Also alles andere wäre sowieso frech. Aber hoffentlich auch gerne über die 2 Millionen Coins. Wer weiß, wir gehen rein. Tradable Premier League Team of the Season Pack. Es sind zwei Tots-Karten. England, Stürmer. Okay, der hat ein 93er Rating. Das ist schon mal für einen Start ganz okay, oder? Nee, okay, es war überhaupt nicht gut. Oh nein. Alisson und Watkins. Und Estupinian. Ich glaube, schlechter kann man nicht ziehen. Das ist crazy. Das ist crazy. Aua, das tut weh. Aber gut, ein paar Münzen machen wir dadurch auf jeden Fall. Insgesamt bin ich trotzdem 10 von 10 zufrieden mit dem Palmer, den wir gezogen haben. Ein unfassbarer Spieler. Ich bin gespannt, wie der bei der Europameisterschaft performen wird. Und der wird safe eingebaut. Also wir müssen den safe nächste Weekend League spielen. Ben White würde ich auf jeden Fall auch zumindest mal testen. Hat eigentlich ja auch ganz nette Stats. Ob der jetzt als Innenverteidiger so krass ist, weiß ich nicht. Als Rechtsverteidiger ist er mir allerdings zu langsam. Deswegen, der kommt jetzt mal rein. Palmer auf rechts außen. Und darunter leidet die Chemie auf jeden Fall ordentlich. Deswegen, wir müssen uns da ein bisschen was überlegen. Aber das bekommen wir auf jeden Fall hin. Best kann sogar linker Flügel spielen. Da machen wir es vielleicht so. Und dann soll es gewesen sein zu einer weiteren RTG-Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Checkt hier noch ein aktuelles Video ab. Dann sehen wir uns morgen wieder. Macht's dann gut, haut rein. Und ciao.